So, meine Lieben, herzlich willkommen zur ersten Wochenshow, Trail Magazin Wochenshow im neuen Jahr in 2023. Und ich will unbedingt in diesem Wochenrhythmus bleiben. Wir versuchen, 52 Wochenshows hinzubekommen. Ich verspreche es euch nicht, aber ich versuche es. Und wir beginnen mit der Schweiz. Wir wollen heute ein paar Rennen vorstellen. Ja, und wir fangen mit der Schweiz an. Wir beginnen in Graubünden, genau, das machen wir. Ich habe ein tolles Rennen gefunden am 19. August. Den Madrisa Trail war mir bislang nicht bekannt. In Klosters, also wirklich mitten in den Bergen, Graubünden. Klosters liegt schon auf, ich glaube, 1200 Meter Höhe. Also da kann man richtig Höhenmeter sammeln. Und die Bilder und das Image-Video, das ich gesehen habe, also versprechen eine sagenhafte Landschaft im Hochsommer. Ein 24-Kilometer-Trail, ein Highlight, ein 54, also ein Ultra-Trail, ein kurzer Ultra-Trail. Und ich glaube, so ein 9-Kilometer-Trail so für Einsteiger. Interessant, natürlich, bin ich ganz ehrlich, für mich der 54er, weil mit über 4000 Höhenmeter echt ein massives Ding, auf jeden Fall. Am Ende mit einem tollen Downhill runter nach Klosters. Man bewegt sich da so, ich mache mal die Karte auf von dem langen. Also ihr seht, drei ITRA-Punkte, wer da scharf drauf ist, wer das noch braucht. Ja, ist so eine 8, genau. Also man läuft hier einmal in einem weiten Kreis um Kloster selber, dann geht es hier raus und dann läuft man da wirklich weit in dieses Gelände rein, durchaus auch in die Höhe. Also wie gesagt, 4020 Gesamtanstieg und im Abstieg und ihr ja, kommt auf 2,7. Also, das ist sehr wohl ein richtiger Berglauf. 19. August, Plätze soll es noch geben. Ihr könnt es euch aussuchen, 24, 54 oder was zum Einstieg. Coole Sache. So, wir bleiben aber in der Schweiz. Wir bleiben in der Schweiz. Ich möchte euch den Davos X-Trail ans Herz legen. Und muss ein paar Sachen erklären für Leute, die da vielleicht irritiert sind oder vielleicht auch jetzt die letzten beiden Jahre irritiert waren. Der Davos X-Trail ist im Prinzip die Nachfolge des Swiss Alpine. Obwohl es den Swiss Alpine noch gibt, der ist aber gar nicht mehr auf der Originalstrecke. Also wer den Swiss Alpine laufen will, diese klassische Swiss Alpine-Strecke, die es seit den 80ern gibt, Davos, muss ich beim Davos X-Trail anmelden. Das ist dieses Rennen am 28. und 29. Juli. Ich glaube, nach wie vor super wichtiges Rennen, hat vielleicht so ein bisschen durch die Ultra-Trails in den letzten 15 Jahren so ein bisschen an seiner Einzigartigkeit natürlich verloren, weil es natürlich andere Sachen gibt, die technischer sind, die länger sind, die mindestens in genau so einem schönen Umfeld sich bewegen. Aber nach wie vor Swiss Alpine oft gut besetzt und mit einer langen Geschichte die Strecke. Genau, auch da verschiedene Strecken, ein Marathon, ein Halbmarathon und ein 68er. Überlegt es euch. Der Swiss Alpine selber gibt es auch noch unter dem Namen. Der findet eben zu einem anderen Zeitpunkt statt. Ich verlinke es euch auch. Und der startet eben nicht mehr in Davos, sondern das ist ein Rennen, das jetzt in Chur beheimatet ist, also auch in der Nähe. Ja, genau. Beide Rennen sind für in Graubünden sicherlich zu empfehlen. Und da lohnt sich auch ein längerer Weg und eine längere Anfahrt für beide Rennen. Aber wie gesagt, Swiss Alpine ist Davos X-Trail, zumindest was die Strecke angeht. Und die Location in Davos. Eine Sache, über die im Moment wirklich viel geredet wird. Trail Alsace
oder Alsace, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Grand Est, der Elsass Ultra Trail, so würde ich es nennen. Ein neues Rennen der UTMB World Series im Elsass. Teilweise auch im Schwarzwald und streift auch teilweise die Alpen. Also, wie ich finde, ein hochattraktives Ding Ende Mai, also früh im Jahr. Das würde für viele bedeuten, dass das der Ultra Trail Saisonauftakt auch ist. Ja, wer da wirklich auch die 100 Meilen läuft. Soweit ich weiß, alles ausgebucht. Für die 100 Kilometer gibt es noch die Möglichkeit, sich anzumelden. Zumindest auf der Homepage sehe ich das so, dass man sich für die 100 Kilometer Strecke noch anmelden kann. Überlegt euch das. Also ist natürlich krass, dass das Ding ausgebucht ist. Also man kann natürlich, wir haben das ja immer wieder, dass wir über die UTMB-Sache sprechen und auch über die Präsenz im Markt und ob es wirklich gut ist für uns, dass da jemand so dominant ist, jetzt auch mit so einer Serie. Aber die Leute zieht es an. Also das sieht man. Ein Rennen, das es so noch nicht gegeben hat, ist im Prinzip ausgebucht. Das spricht natürlich immer noch für die Attraktivität und die Anziehungskraft von dem Ganzen. Wie gesagt, Ende Mai. So, zum Abschluss. Ich mache es nicht lang heute. Ein Filmtipp. No Pain. Racing 62 Miles in the Arizona Desert. Javelina 100K. Das ist ein Ultra Trail, 100 Meilen, 100 Kilometer in der Wüste. Und Billy Young, kein geringerer als Billy Young, ist auf den 100 Kilometern selber mitgelaufen. Und ist diesmal quasi sein eigener Protagonist. Er ist ja eigentlich jemand, der podcastet und der eben Filme macht. Er ist ein Filmer und er beobachtet meistens andere Leute, ja. Aber ist diesmal eben selber im Mittelpunkt, weil er eben die 100 Kilometer gelaufen ist. Ich finde es ganz interessant, natürlich qualitativ super, super gut aufbereitet. Länge, Moment, 20 Minuten kann man sich schön mal angucken. Es geht so ein bisschen um sein Innenleben, um sein eigenes Befinden während dieses Rennens. Es ist keine große Runde, es ist wie in Amerika das öfter so ist, bei Ultra Trails sind es mehrere Runden. Es ist eine 19,45 Kilometer Runde, die Billy da läuft und wer ihn gefilmt hat, weiß ich gar nicht, aber er scheint einen Kameramann zu haben. Genau, schaut es euch an. Sehr gut gemacht und es kommt auch so dieses ganze USA-Feeling und wie die Community da so tickt bei Events, kommt ganz gut rüber. Das war's von mir. Ich melde mich nächste Woche wieder. Wünsche euch was. Hey, kommt gut ins neue Jahr. Ja, alles Gute. Bis bald. Euer Dennis.